Einmal im Jahr werden die Brezen in München fünfmal so groß wie sonst. Zur Wiesnzeit. Die Zutaten für die Oktoberfestbrezen sind klassisch. Salz, Malz, Schmalz, Hefe und Mehl. Jungchef Sebastian hat sein Handwerk vom Vater gelernt. Und auch das Geheimrezept für die Wiesnbrezen. Das Besondere an den Wiesenfestbrezen ist die Größe. Der bringt natürlich einen anderen Geschmack. Das Schmalz, das ist auch sehr wichtig. Und in meinen Augen das Wichtigste, dass das Ganze in einem Ofen gebacken wird, wo Schamottplatten drin sind. 1500 Wiesenbrezen gehen zur Festzeit durch Bastis Hände. 120 Kilogramm Teig sind das pro Tag. Ab 2 Uhr morgens steht der 22-Jährige in der Backstube. 7 Tage die Woche. Das geht nicht ohne Herzblut. Für mich ist es einfach schön, ein gutes Produkt, ein Lebensmittel herzustellen, von Anfang an, wo man den Teig knetet, bis zum Schluss, wo man es bäckt. Der Brezensepp ist eine der letzten kleinen Familienbäckereien in München. 8 Leute arbeiten mit. Die Kunden schätzen den persönlichen Kontakt und natürlich die Qualität. Die sind außen einfach schön rösch und innen weich, halten lang eine richtig gute Münchner Breze. Und weil frische Brezen so gut weggehen wie die warmen Semmeln, sorgt Basti gleich wieder für Nachschub.